Heute mal wieder was in der Kategorie Schrauben und Schraubervideos, Autos Wartung und Reparatur. Ich möchte euch heute mal was zeigen, was ich regelmäßig bei meinen Fahrzeugen mache. Das ist so eine Glaubensfrage. Manche sagen, es ist Schwachsinn, das braucht es nicht. Ich glaube dran und deswegen mache ich das so in periodischen Abständen, so alle Vierteljahre mal oder alle halbe Jahr, je nachdem nach Anwendung. Und zwar handelt es sich so um so Zusätze für den Kraftstoff, die das Einspritzsystem reinigen, die Verkokungen von den Ventilen entfernen, die Einspritzventile pflegen und sauber halten, dass sie ein sauberes Spritzbild halten. Und das wende ich so alle Vierteljahre mal an. Kommt auch so eine Tankfüllung rein, so eine Flasche. Kostet so 12 bis 14 Euro, je nach Hersteller, gibt es von verschiedenen Herstellern. Und man merkt, wenn man so einen Kraftstoffzusatz im Tank hat, dass der Motor einfach weicher läuft nach einer Zeit und auch, dass die Reichweite mit derselben Tankfüllung etwas größer ist. Also man holt da ein bisschen was wieder rein. Hier ist es auch so dargestellt, diese Spritzbilder der Einspritzdüsen von sauberen und verschmutzten Einspritzdüsen und von verkokten und nicht verkokten Ventilen. Also das ist ja ganz einfach, das kann jeder. Das wird vor dem Tanken einfach in den Tank geschüttet und wird drauf getankt. Und der Rest erledigt sich von selber. Und wenn es halb so gut ist, wie es in der Beschreibung steht, dann ist sein Geld allemal wert. Weiterhin gibt es da noch andere Anwendungsarten. Hier habe ich einen Drosselklappenreiniger. Die ganzen Fahrzeuge mit Kraftstoffeinspritzung und auch die Diesel, die haben ja diese Drosselklappe vom Saugrohr. Und die verschmutzt gern, da sind feine Luftbohrungen und Düsen und auch die Klappenlagerungen, die verunreinigen mit der Zeit. Und auch das, sagen wir, das Ansaugrohr nach der Klappe, alles was dahinter ist, die Sensoren, die verschmutzen. Und da gibt es hier so Drosselklappenreiniger, auch wieder verschiedener Hersteller, und da kann man mit dem Schlauch hinter die Drosselklappe spritzen. Meistens geht der Motor aus, wenn man das, den Anschluss am Saugrohr entfernt, weil einfach das Management dann nicht mehr stimmt. Aber ich habe da auch eine Methode gefunden, das einzusprühen und dann laufen zu lassen. Das wiederhole ich dann mehrmals, das zeige ich euch nachher. Besonders markant ist es bei Dieselfahrzeugen, da ist es oft total verkokt und verschmutzt alles. Und da kann man mit so einem Reiniger die Verschmutzungen auch einsprühen und lösen. Und das bringt mit Sicherheit ein bisschen was auch vor der Abgassonderuntersuchung, wenn man da ein bisschen Probleme hat. Dann werde ich euch das mal praktisch zeigen, wie ich das mache. Nichts dabei, ganz einfach, kann jeder machen. Bis gleich. Einfach Tankdeckel öffnen. Den Schnorchel aufschrauben und dann einfüllen. Reicht für 60 Liter. Fertig. Das war Nummer 1. Ich mache hier den Schlauch am Saugrohr auf und ziehe den Schlauch ab. Schon ist die Drosselklappe sichtbar hier. Da legen wir was drunter, dass nichts auf die Lichtmaschine läuft. Und sprühen wir mal sauber ein. Das sprüht so sternförmig hier. Dann den Schlauch abziehen. Sonde einführen und sauber einsprühen. Alles wieder drauf. Lass mal kurz laufen und das wiederholen wir ein paar Mal. Bei Motoren, die ohne Schlauch laufen, können wir das natürlich unterm Laufen machen.
Das wiederhole ich jetzt ein paar Mal, so 4-5 Mal. Und dann dürfte das Saugrohr wieder sauber sein. Das war jetzt also eine Sache von 10 Minuten, kann eigentlich fast jeder machen, sage ich mal so, besonders das Einfüllen in den Tank. Ist natürlich auch so eine Glaubenssache, aber ich glaube dran und die paar Euro riskiere ich. Mein Auto läuft einmal frei, jetzt 270.000 Kilometer mit dem komplett ersten Equipment, sage ich Einspritzdüsen etc. pp. Verbraucht kein Öl, läuft sauber, hat gute Abgaswerte und deswegen mache ich das ab und zu. Das war's. Bis zum nächsten Mal. Ciao und Servus.